Leuchten in der Tiefsee. Als Biolumineszenz bezeichnet man die Freisetzung vom kalten, sichtbaren Licht eines Lebewesens. Leuchtende Organismen leben fast überall auf dem Planeten, die meisten jedoch in unseren Ozeanen in der Tiefsee. Früher stellte man sich die Tiefsee als dunkle Einöde vor, doch selbst in den tiefsten Seegräben gibt es Leben. Hier stellen wir einige sehr besondere Tiefseelebewesen vor, die der Kurs Textiles Gestalten entdeckt und gefilmt hat. Gerade sahen sie den sogenannten Neonzopf, mit dem sein langen Tentakel an der Rückseite Plankton sammelt und, wenn er zur Ruhe kommt, diesen genüsslich verspeist. Als nächstes kommt die aufrechte Glubschaugengurke. Auch sie hat breite lumineszierende Tentakel, die hier aber dafür da sind, die Männchen anzulocken. Der Quallenstern, der es immer mit seinem Schmuck und seiner Leuchtkraft übertreiben muss. Die wunderschöne Medusa-Arbeit sieht man sehr selten und wir im Team sind besonders stolz, sie eines Nachts getroffen zu haben. Die hektische Leuchtkrabbe hat einen sehr ausgeprägten Bewegungsdrang und zappelt sogar im Schlaf. Nun kommt der kleine Hasenkrebs, den man im Marianengraben im Pazifischen Ozean findet. Er ist sehr, sehr klein, die Aufnahme täuscht und er ist in einer Vergrößerung von 1000% gedreht. Außer leuchten kann er nicht viel, weil seine Flossen so ungünstig ineinander verschlungen sind. Die Bommelqualle hat ihren Namen daher, weil sie aussieht wie ein Wollbommel aus dem Handarbeitsunterricht. Sie ist eine der wenigen Quallen, deren Tentakeln keine brennenden Substanzen absondert. Und da ist er, der kleine Neonflossen-Mini-Hai. Von ihm existieren noch höchstens 200 Stück in unseren Meeren. Kaum entdeckt, schon ist er fast wieder ausgestorben. Es gibt noch so viel Unbekanntes in der Tiefsee. Lassen Sie sich von der nächsten Folge von den unglaublichen Entdeckungen überraschen. Wir freuen uns auf Sie.